Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stano Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde FIFA 23. Und ihr seht schon, eventuell am Trikot und oben links am Logo, ich bin in RB Leipzig. Wie kommt es dazu? Ich muss so einfach mal wechseln. Ihr seht auch, wir sind 47 Punkte. Wir haben 47 Punkte und Bayern München, wo ich ja in dem Verein war, hat 58. Und ich will jetzt einfach mal ein bisschen versuchen hier, das Ganze ein bisschen so zu kriegen, dass ich tatsächlich mit dem Verein nach oben wandere. Und ja, das machen wir. Oder versuche ich auf jeden Fall. Naja, also eigentlich ist der Grund, weil ich keinen Bock mehr auf Bayern hatte. Und deswegen bin ich einfach mal gewechselt. Wir spielen auch in der zweiten Bundesliga, glaube ich. Oder ist das die erste Bundesliga? Nee, er bleibt sich, ist auch in der ersten. Was laber ich hier wieder für einen Kack? So, wir machen jetzt hier erstmal Training. Das war ein Fehler, weil ich hätte erstmal auf Weitergehen müssen. Egal. So, wir spielen gegen Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen. Ja, Bayern, also Bayern hat ja gegen die schlecht gespielt. Muss ich mal wirklich sagen, ich bin ja eigentlich Bayern-Fan. Naja, was heißt Bayern-Fan? Ich bin eher so ein Fan gewesen. Gewesen, sag ich schon. Na, ich bin auf jeden Fall immer noch Bayern-Fan, ne? Natürlich. Aber, ja. Auch die müssen wir tatsächlich verlieren, ne? Weil tatsächlich ist es wirklich so, dass Bayern, also FC Bayern gefühlt nur die Spiele gewinnt. Die haben sogar selbst gegen Werder Bremen verloren. Und das muss schon was heißen, ne? Also dann ist irgendwas im Verein einfach nur falsch. Aber im Endeffekt ist es auch nur ein Fußballspiel. Und ein Fußballverein, ne? Also, ja, muss man halt selbst wissen, wie man es nimmt. Okay, ich würde aber sagen, wir starten jetzt das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Diese ganze Mannschaft ist auch irgendwie 4-2-2-2. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall gibt es zwei Stürmer vorne. Vorne. Und ja, mal kicken, wie das hier so abgeht. Ich habe auch hier mal wieder die Dingens angemacht. Den Kommentator, weil da muss ich nicht mal kommentieren, weil ich bin kacke im Kommentieren. Aber ich will einfach mal sagen, wir legen einfach direkt los. Ich bin auch heute wieder voll Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Ja. Bayer Leverkusen. Ah. Gegen okay, also es ist doch die erste Bundesliga. Das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Mann, warum kackt der denn rein? Oh. Jetzt können sie in Angriff starten. Ah, Mist. Halt den auf, du blöder Mannequin. Oh, ich habe meinen eigenen Spieler gefoult, habt ihr gesehen? So. Okay. War eigentlich vorher in einem ganz anderen Team. In Manchester United. Ja, Manchester United. Und dann habe ich aber trotzdem wieder gewechselt, weil ich wieder in die Bundesliga wollte. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Und ja, jetzt bin ich halt wieder hier in, beziehungsweise bin ich bei RB Leipzig gelandet. Und ja. Genau. Also ich bin jetzt auf jeden Fall irgendwie in RB Leipzig gelandet. Vielleicht wechsle ich auch mal in den anderen Bundesliga Verein. Also ich bin ja jetzt bei RB Leipzig, bin jetzt bei FC Bayern gewesen. Ne? FC Bayern war ich ja jetzt die ganze Zeit. Jetzt der Wechsel zu RB Leipzig. Dann könnte ich auch irgendwie in anderen Verein noch wechseln, die auch hier irgendwas damit zu tun haben. Und ja. Genau. Ja, also, wenn ihr das wollt, beziehungsweise ich glaube, ich mach das. Ich mach das einfach. Also, wahrscheinlich jedes Dingsspiel beende ich dann einmal. Szene geht weiter. Ne? Sie müssen einen neuen Anlauf nehmen. Oh, gefolgt ist nicht gut. Also den Ball muss er erstmal halten, hat er klasse gemacht. Ja.
Dani Olmo. Flanke kommt. Aber wohin durch. Schießt denn der? Könnte gefährlich werden, es gibt Ecke. Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Ja, das war halt einfach nichts. Aber egal, wir haben doch schon ein Tor. Wir mussten diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen, dafür bitte ich um Entschuldigung. Torfolge also. So, upsi, dupsi, weiter geht's. Für Union Berlin, damit sind sie nun 1:0 vorne. Schieß doch. Danke. Die Mitspieler kommen ihnen zur Hilfe. Riesenchance. Batz. Er erhöht die Führung auf 2 Tore. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann lässt er sich das nicht nehmen. Oh, verdammt. Oh nee, bitte nicht. Bitte nicht. Faul. Spielstand 2:0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Oder haltet den auch mal. Danke. Schieß, sieht nach einer guten Chance aus. Schieß. Hallo, da will ich doch gar nicht hinschießen. Na egal, wartet. Okay Leute, ich bin wieder da. Ich habe hier auch irgendwie wieder, irgendwie am Controller wieder was geändert. Oder wurde was geändert. So fangen sie den Angriff früher ab, sehr gut. Das war, ja, wollte ich gerade sagen, das war definitiv faul. Aber seit wann mache ich denn die Freistöße hier? Bin ich in den gut oder was? Oder schieß zu mir, du behindertes Stück. Leverkusen mit dem Wechsel. Spieler. Ja, ich habe nichts gesagt. Die Gelegenheit. Und jetzt der Schuss. Batz. Könnte sein, dass gleich mein Akku leer ist. Aber passt schon. 3:0, nice. Jetzt fängt es an zu pieseln draußen. Eindeutiges Resultat bis hierhin. Komm. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Da ist die Chance. Oh Mann. Lässt sich nicht beirren, den Helder. Ecke kommt. Klare Entscheidung. Das gibt einen Elfer für mich. Das gibt einen Elfer für mich. So, keine Karte, klar. Den Elfer muss es geben, aber ich glaube, viele haben da eigentlich auch mit einer Karte gerechnet. Bam, Junge! 4:0 für RB Leipzig. Wir kommen immer den ersten Platz näher. Aber es könnte gleich sein, wenn das hier aktualisiert wird, dass sie wieder mehr Punkte haben. Because, die spielen ja auch. Nicht nur ich. Oder ich stehe frei, schieß doch. Schöne Aktion, Steilpass. Oder. Abgefangen, gut gemacht. Moussa Diaby. Ich habe ihn ungenietet. Amadou Haidara. Er geht dazwischen. Oh. Die Qualität von dem Stream-Dings hier ist auch wieder kacke. Ja, ich habe halt keine Capture-Card, Chat. Leute. Deswegen ist die Qualität a little bit schlecht. Das macht er gut. Ich schieß doch jetzt nicht zu dir, du Bube. Was für eine Chance. Meine Güte. Bruder, der ist so schlecht. Kann man nur so schlecht sein. So, weiter geht's. Leute, ich habe gerade echt ein bisschen viel zu tun. Deswegen ich hier die ganze Zeit mal weggehen muss. Und deswegen sieht es immer so aus, als cutte ich die ganze Zeit. Und das tue ich auch. Und ja. Das war's für diese erste Hälfte. Wir hören den Pausenfilm. So, wir haben Pause. Jetzt muss ich wieder hier jemanden antworten. Einen Moment. So, geantwortet. Perfekt. Gut. Erstmal kurz Beatboxen. Die Leipziger am Anstoß. So. Oh no.
Oh no. Warum fange ich jetzt an zu singen? Das macht gar keinen Sinn. Leute, ich muss kurz hier mein Handy anstöpseln, sonst geht's aus. Einen Moment, please. Normalerweise schneide ich es raus, aber ich lasse es einfach mal drin, weil das ist einfach die Wahrheit, die im Video entsteht bei mir. So. Mit vielen anderen Dingen, die ich noch mache, während des Videodrehens. Und der Regen, der regnet hier auch sehr krass. Jetzt habe ich wieder eine Nachricht gekriegt. Gut verteidigt. Schießen Sie zu mir. Jetzt muss ich hier wieder antworten. In dem Moment. So, weiter geht's. Oh, ich habe sogar den Ball. Aber ich habe keine Ausdauer mehr. Und jetzt die Chance. Bam, Junge, rein in den Ball. 5:0 für den RLB Leipzig. Klar, Junge, ich bin FC Bayern jetzt geworden. Beziehungsweise ich bin ein Bayer. Da bin ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich komme von den Bayern, so. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Zieht einfach mal ab. Oh, er trifft die Latte. Sie haben den Ball durch. Ach nee. Da springe ich doch jetzt hier einfach. Ich wechsle mich jetzt einfach aus. Was für eine Szene. Beziehungsweise. Da hat nicht viel gefehlt. Alu-Treffer, das war Pech, das war viel Pech. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Ah, oh, da könnte sie es machen. Ja, und da ist das 6:0 für den RB Leipzig. Oh yes. Bam. 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 So, und jetzt tschüss mit euch. Denn irgendwann ist auch mal die... What the fuck? Die haben einfach noch... 2 Tore geschossen ohne mich. Was? Das geht so nicht einfach. Und dann hat noch dieses Kack... andere Verein. Dieses Kack... der andere Ding ist noch... Rekordtempo. Tore 19, Wettbewerbsrekord. Gewinne erneut gegen die Leverkusen. FC Bayern München besiegt Rivalen. Hamburg will erneut die Niederlage gegen RB Leipzig verhindern. Steht da. So, wir sind, ja, man sieht's. Ihr seht es, die haben jetzt sogar noch mehr Punkte. Also es fehlt, 14 Punkte fehlen uns, bis wir die... Ich glaube, das wird nichts mehr mit einer Weltmeisterschaft, oder? Es sei denn, doch, es könnte was werden, wenn wir spielen ja irgendwann noch gegen Bayern. Und wenn die dann verlieren, also wenn die gegen mich verlieren, dann könnten wir noch auf den zweiten Platz kommen. Aber wie ich das mache, Leute, das seht ihr in der nächsten Folge. Beziehungsweise ich werde eventuell auch tatsächlich ein bisschen offscreen weiterspielen. Das heißt, vielleicht seht ihr es auch nicht mehr, wie ich das schaffe, sondern ich habe es dann halt schon geschafft. Aber ist ja auch egal. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein, hallo, euer Sandro. Ciao, ciao. The show and